Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Thrones Revenge Mod. Wir sind immer noch das Imperium der Hand und es könnte besser laufen, es könnte schlechter laufen. Zernpidal ist uns genommen worden, was nicht schön ist. Und Datomir ebenfalls. Hier haben wir leider einen Entego verloren und noch so viel mehr bei Datomir. Wir müssen hier, wenn der Entego kommt, den Entego wahrscheinlich darüber schicken. Und dann noch den ein oder anderen Seeker-Destroyer, Phalanx-Destroyer bauen und darüber schicken. Und dann werde ich auch wahrscheinlich keine Entegos mehr bauen. Dann habe ich 3 Entegos und dann baue ich halt kleinere Schiffe. Wir gucken mal mit der Flotte einmal bei Zernpidal. Die wollten nach Carida kommen. Selagis 4 haben wir leider jetzt auch verloren. Die wollten nach Carida kommen, aber jetzt ist natürlich, hatte ich das Spiel beendet und neu geladen. Ob dann die KI immer noch dabei ist, Carida anzugreifen, weiß ich nicht. Denn ansonsten würde ich ganz gerne natürlich entweder gegen Merkur schießen oder in Richtung Coruscant gehen. Aber lass uns erstmal hier gucken. Wir haben halt leider die Hypervelocity Gun nicht mehr. Jetzt ist natürlich der zweite Bulwark nicht mehr mit dabei, was gut ist. Ich würde einfach sagen, wir probieren hier unser Glück. 1, 2, 3. Tego und den ein Stückchen weiter weg. Und wir versuchen unser Glück bei einem Lucra-Hike. Gibt es hier noch irgendwo einen Heiler da hinten? Da komme ich jetzt leider nicht dran. Drei, einmal hier auf die Nibelon B, dass wir eine hier schaffen. Du auf die Nibelon B, sehr schön. Komm, vernichten, bevor die Jäger da sind. Jawohl, nice. Problem sind die Raketenwerfer von dieser Invincible-Klasse, die uns Probleme machen werden, wenn die hier die ganze Zeit mit drauf schießen. Wir haben leider auch echt schlechte Jägerabwehr. Immerhin, der Lucraic verliert gut Schilde, aber den ersten Seeker Destroyer. Hör doch mal auf, dich zu drehen. Den ersten Seeker Destroyer werden wir jetzt gleich schon rausziehen müssen. Der schafft es immerhin, ein paar Nibelon Bs wegzuholen. Nibelon Bs bringen aber halt auch Bomber mit. Was wirklich, wirklich uncool ist. Der sollte sich gleich rausziehen können. Sehr schön. Sieht mir nicht so aus, als ob wir hier den Dings kriegen könnten. Nee. Wir hoffen jetzt, diesen Nibelon B hier noch zu vernichten und dann hauen wir ab. Oh mein Gott, der hat schon keine Schilde mehr. Wehe, wehe, du wirst jetzt hier vernichtet. Dann mache ich dich fertig. Entschuldigt den Huster. Und wir gucken mal, komm schon. Na gut, auf den wird nicht mehr geschossen, immerhin. Ah, wird doch noch geschossen. Das gibt's doch nicht. Eine Sekunde, bevor wir weg waren. Eine Sekunde, bevor wir weg waren. Der nächste Seeker Destroyer ist weg. Und Syndic Destroyer. Warum nenne ich die immer Seeker Destroyer? Ey, es nervt einfach nur noch so sehr. Unsere Flotten werden so, so winzig. Okay, wenn Carida angegriffen wird, wird Carida angegriffen. Lasst uns einmal Richtung Merkur gehen. Ups. Balayas. Sehr schön. Balayas will ich nicht weiter aufbauen, weil ich Coruscant kriegen will. Und Carida möchte ich auch nicht weiter aufbauen, weil ich Kuat kriegen will. Das wäre natürlich super, wenn ich hier einfach weitergehen könnte. Aber das funktioniert erst, wenn ich Merkur bekomme und Merkur aufbauen kann als kleine Bastion. Deswegen ist das jetzt der nächste Planet, den wir nehmen müssen. Aber dass wir Datumir und Selagis 4 verloren haben, ist halt auch echt blöd. Müssen wir mal gucken. Ja. Die Frage ist, wie viel haben die außer diesem Vengeance noch? Der Vengeance ist besiegbar. Was geht, das sind alles kleine Schiffe. Was nervig ist, aber kein Beinbruch. Godan 2 ist ebenfalls nervig. Ja, wobei, kann man hier lang. Jetzt schicken die hier ihre ganzen CR90s, die sie hier gekriegt haben, raus. Könnte die Vengeance jetzt mal angreifen. Ansonsten wird es schwierig, ihre Schilde so jetzt runterzunehmen. Ach komm schon. Noch einen davon, den ich hier reinholen könnte.
Flieg mal ein bisschen näher. Da kommt jetzt eine Nebulon B. Ich meine, das ist die stärkste Flotte, die ich habe. So ist es nicht. Aber die Nebulon B wird den fertig machen. Ja gut. Muss ich so probieren. Da führt kein Weg dran vorbei. 1, 2, 3. Du nimmst dir die hier vor. Der Intego muss hier mit. Thrawn muss hier mit. Du musst hier mit. Aralani und der Paltist muss ebenfalls hier rein. Du fließt. Pause. Na, komm schon. Immer noch nicht. Immerhin ein Nibelon B-Schrott. Sehr schön. Reporting in. Our target priority is the laser cannons. Du fließt. Roger that. The lasers are our target. Ja, alle da drauf. Oh mein Gott, hier gibt's eine Hypervelocity Gun. Nicht geil. Auf den Intego. Der hält wenigstens am meisten aus. Muss ich nicht so viel Angst haben, dass seine Engines dann direkt Schrott gehen. Aber der wird wahrscheinlich seine Engines verlieren, bevor wir hier... bevor der abhauen kann, weil der falsch rum steht. Fliehe. Jawohl, okay. Das ist gut. Das ist jetzt für uns sehr gut. Immerhin ein paar Nibelon Bs vernichtet. Ah, stopp. Geht bitte auf die Sachen, die direkt so quasi bei euch liegen. Hier lang, da drauf. Du direkt hier vorne dran. Du machst dein Art of War und schießt mal da drauf. Und du ebenfalls hier drauf. Der hat nicht mehr so viele Schilde. Du darfst jetzt auch da drauf. Alle Jäger und Bomber, die ich habe. Du darfst jetzt fliehen. Und kommt schon, kommt schon, kommt schon. Der muss seine Schilde verlieren. Der muss einfach seine Schilde verlieren. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das läuft. Aber der hat keine Schilde mehr. Und der ist abgehauen. Sehr schön. Jetzt müssen wir darauf achten, auf welches Schiff der am ehesten geht. Dass wir dieses Schiff nicht verlieren. Du darfst fliehen. Aber ich glaube, wir haben den so weit runter, dass er im nächsten Kampf Probleme kriegen würde. Ja, ich warte jetzt, bis der draußen ist und dann mache ich die generelle... den generellen Abhau-Befehl. Wenn jetzt hier einer auf die Engines hier geht, haben wir ein Problem. Aber ansonsten ist das ein voller Erfolg. Komm, 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 komm. Nicht die Engines verkauen, nicht die Engines verkauen. Ist die KI manchmal auch ein bisschen naiv oder dumm? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben nichts verloren. Er hat 4 Nebel und Base verloren und wird jetzt im nächsten Angriff schwach sein. Oh, sogar eine Surveyor-Class. Ah, und Slagis 4 und Datomir gehören nicht mehr uns. Das ist sogar gar nicht schlecht für jetzt gerade. Mal kurz gucken. Mal hätten wir da am Boden sogar noch gebrauchen können, die Einheiten. Aber egal. Wir müssen hier bei Seotrick 4 nochmal eine Verteidigung aufbauen. Das darf nicht wahr sein. Ich war dabei, die runterzuholen da. Ich hab doch gerade nach unten... Das nervt mich gerade so richtig. Ich hatte schon losgelassen. Ich hatte schon losgelassen. Oh, Leute. Wir hätten eine vernünftige Bodenverteidigung gehabt, wenn wir die da gehabt hätten. Was ist das für ein Timing? Was ist das für ein wirklich blödes, blödes Timing? Die Sache ist, Coruscant anzugreifen wird problematisch, weil wir mit der Flotte die Coruscant angreifen können. Coruscant angreifen könnte. Jetzt sag nicht der. Oh. Lander reporting. Comlink. Ihr 5 müsst auf jeden Fall hier lang. Dass die abhauen können. Ihr kommt ein Stück zurück. Kam der nächste Schuss. Ein Victory-Stern zerstört der Roboter einfach nicht. Immerhin. Vielleicht kann ja der nächste Schuss das Ganze besiegeln und dafür sorgen, dass dieser Victory-Sternzerstörer vernichtet wird. Dann haben sie wenigstens auch ein bisschen was hier verloren. So, ihr alle versucht, die ein bisschen aufzuhalten. Hä? Warum ist jetzt einer von denen vernichtet?
Ey, ich könnte so kotzen. Warum ist der vernichtet? Ist der wenigstens... Ja gut, wir fliehen jetzt. Wir haben nichts geschafft und eine unserer Bodeneinheiten ist vernichtet worden. Ist wahrscheinlich jetzt noch unsere Artillerie bei unserem Glück. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Kurze Pause. Es sind 329er Flotte. Mit der Flotte von hier drüben ist das auf jeden Fall zu besiegen. Und das müssen wir jetzt auch machen. Hä? Was machst du denn? Lass mich doch dann nach Cetric 4 kommen. Damit wird die Vengeance-Klasse da wahrscheinlich wieder vernünftig aufgebaut werden. Tactical battle imminent. Ja, pff, ist klar. Ist klar. Ich habe so überhaupt gar keine Lust, das zu verteidigen. So überhaupt gar nicht. Aber ich muss. Und 4 AT-ATs und 3 SPM-AGs ist auch in der Theorie machbar. In der Praxis wird es ein bisschen schwierig. Hätte ich da die Bodeneinheiten gehabt, hätte ich gar kein Problem gehabt. Mit einer Artillerie, die ich im Dings da stehen lassen kann, im Schild, absolut kein Problem. Aber das ist nervig. All weapons loaded. T4B ready. Hier ist der Schildgenerator. Dass der außerhalb ist, es ist so dumm. Es ist einfach so dumm, wie die Maps manchmal aufgebaut sind. Give me a target. We secured a build pad. We secured, muss man mal gucken. Anti-Flug. Anti-Fahrzeug. Aber eigentlich ist es so viel Geld, was wir dann jetzt ausgeben. Das bringt halt alles nichts. Ich werde hier auto-resolven. Das wären nur noch mehr Geld, was wir ausgeben. Ach man, mit Hyper Velocity Gun wäre das ein guter Kampf gewesen. So ist das einfach nur noch mies. Haben wir den Intego? Jetzt kann ich den natürlich nicht verschieben, weil ich will den Intego hier nach Axilla. Oh Leute. Wir müssen mal gucken, dass wir die Flotte irgendwie aufteilen. Eine 300er Flotte ist halt immer noch groß und kann großen Schaden bei uns anrichten. Mit Hyper Velocity Gun wäre es einfacher gewesen. So ist es ein bisschen schwieriger, es ist nicht unmöglich, aber es ist trotzdem extrem nervig. Immerhin haben die hier keine Strukturen, keine Verteidigungsanlagen, das heißt, die werden ein bisschen aggressiver sein. Was eine Flotte, ne? Was eine Flotte. Kommt, greift mich an. Los. Danke. Was lassen die hier zurück? Ihre Begleitschiffe lassen die zurück. Ja, wäre natürlich auch interessant, die Begleitschiffe einfach anzugreifen. Choose your reinforcements. Na, die sind jetzt hier. Die Lancers könnte man alle auf einen Schlag vernichten. Die ersten Schiffe kommen an, das ist ein Tartan. Aber wir gucken jetzt mal, wie rum kommen die hier raus. Dass wir 1, 2 und den Phalanx, die wir wieder rausziehen können, auf jeden Fall hierhin. Dann ist der Ton Falk vernichtet. Ist jetzt nichts Großes, sind nur 9 Punkte, aber immerhin ist ein Ton Falk, ne? Beide S-Dronies mit rein, die können ja noch fliehen. Ihr geht jetzt mal hier drauf. Du darfst aber fliehen, sonst haben wir ein Problem. Das Schöne ist, dass wir die drei ja rausziehen können. Das heißt, wenn die gleich in Gefahr kommen, kann ich die einfach so rausziehen. Aber ich kann jetzt auch hier die Victories, die von den Sternzerstörern gerade nicht mehr wirklich geschützt werden, kann ich mir hier schnappen. Und wie gesagt, wenn es hier Probleme gibt, nehme ich die drei einfach raus. Und ihr nehmt euch hoffentlich die Victory-Sternzerstörer hier. Macht ein Art davor. Der erste Victory-Sternzerstörer kriegt Probleme. Ihr drei könnt auf den Victory und den Prokursator gehen. Und konzentriere einfach das komplette Feuer auf einen Victory-Sternzerstörer erstmal. Sind dann 16 Punkte, die wir vernichten. Nehmt euch hier die Sterngaleone. Kann heilen. Ihr drei macht einen guten Job, die nächsten 16 Punkte zu vernichten.
Sterngalione ist Schrott, sehr schön. Ja, nehmt euch lieber erst den Victory-Sternzerstörer, der hat schon keine Schilde mehr. Könnt ihr ein paar mehr Turbolaser vernichten. Und die? Okay, die gehen auf die kleine Flotte weiter. Ist nicht so gute News für die kleine Flotte, aber... der Prokursator da drüben hat fast keine Schilde mehr. Okay, der hat auch keine Schilde mehr. Aber wir verlieren halt auch kaum Schilde. Der Entego verliert Schilde, klar. Mitten da rein, wo es denen überhaupt nichts nützt. Sehr schön. Und der Prokursator hatte den ganzen Beschuss vom Victory abgefangen und ist deswegen ziemlich low. Sehr schön. So Leute, da wurde ich kurz unterbrochen. Wir machen aber sofort weiter. Ihr alle, nehmt euch hier den Prokursator. Der ist so gut wie Schrott. Wie viele Dronies haben wir? Wartet. Dann haben wir eine Drony verloren. Das ist sehr schade. Aber gut. Ist dann halt so. Da habe ich nicht drauf geachtet. So, jetzt habe ich die gruppiert. Hier nehmt euch hier den Prokursator. Dann haben wir die, ich sag mal, kleineren Begleitschiffe schon gut dezimiert. Oder die mittelgroßen Begleitschiffe. Ist halt die Frage, ob wir hier den Prokursator und den Victory noch schaffen, ohne Schiffe zu verlieren und nur abhauen zu müssen. Weil jetzt hier drei Sternzerstörer, drei Victories, ist jetzt auch nicht so das Optimalste. Das ist abgehauen, das ist gut. Das bedeutet, wir können bald Wasp Park noch dazu holen. Nehmt euch hier den Dings und ihr dürft mal ein Stückchen in die Richtung, weil das ist machbar. Die ersten drehen sogar ab, nice. Die drehen wieder ab, um zur anderen Flotte zu kommen. Was dieser Flotte hier durchaus Chancen gibt. Oh mein Gott. Die so aufgeteilt zu haben, macht richtig Spaß. Und die können sich nicht entscheiden. Jetzt drehen sie sich doch wieder um, weil der Sternzerstörer hier Probleme kriegt. Das ist nicht schlecht. Ich muss hier gleich einen nach dem anderen rausziehen, weil die Schilde verlieren. Aber jetzt erstmal hier die mittelschweren Oktuplen Turbolaser vernichten. Damit ist schon ein Großteil der Schlagkraft dieses Sternzerstörers vernichtet. Und wir können jetzt gucken, dass wir hier auf den Victory-Sternzerstörer mit denen gehen. Das Problem ist, die große Flotte hier ist ein bisschen langsam. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht ein paar mehr Leute drauf gehen werden. Naja, auf jeden Fall die Engines nehmen, nicht, dass der hier fliehen kann. Danke, dann die schweren Turbolaser. Du darfst abhauen, ich glaube nicht, dass die jetzt direkt auf die Engines gehen, aber trotzdem lieber auf Nummer sicher gehen, anstatt den zu verlieren hier. Komm, die schwere Ionenkanone hier und weiter draufhalten. Zur Not, wenn er nicht fliehen kann, wäre es sogar eine Möglichkeit, dass der es überlebt hier, aber der Victory-Sternzerstörer ist gleich schon vernichtet. Nett. Ihr fliegt alle hier rein. Und wenn es nur noch dieser Sternzerstörer ist, kriegen die beiden das sogar hin. Also, dann von der kleineren Flotte quasi sogar noch einen Sternzerstörer, zwei Sternzerstörer besiegen lassen. Geht auf die... Ach, das ist ein Tektor, okay. Dann gibt es da keine Oktuplen. Barbette. Und der kann sich einfach nicht entscheiden, der dreht sich immer wieder im Kreis. Das ist nett, das ist sehr nett. Nehmt die Aufschlagsraketenwerfer. Dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, bis hier die Waffensysteme vernichtet sind. Aber dadurch, dass der so unentschlossen ist, ist der gleich halt auch vernichtet. Sehr, sehr schön. John. Auf die Engines. Und dann ist die Frage, nehmen wir die Flotte relativ schnell wieder zurück? Ah, der Phalanx hat jetzt hier Probleme. Ist die Frage, ziehe ich den raus? Oder lasse ich das hier... Wie stark ist der eigentlich? 7500 Schilde, 6500 Hille. Ist ein bisschen schwächer als der Sternzerstörer hier. Oh mein Gott, die fliehen. Perfekt. Klar haben die dann jetzt noch die kleineren Schiffe. Aber... auch von denen nicht mehr viele. Was uns, mal eine Mukaria, war keine Azdroni, sondern eine Mukaria, aber deren Flotte hier vollkommen dezimiert. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Wir haben nur leider keinen Mortar TAT, außer bei Axilla. Und ich möchte so gerne nach Mercury zurück, aber es bringt halt so nichts. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen. Doch, fliegt da bitte hin.
und uns Seotrick 4 holen. Und dann geht's nach Selagis, Datomir, Bandomir, Wayland und dann Mercury. Kurz mal Pause machen. Der Entego fliegt auf jeden Fall zu dieser Flotte. Hör auf zu laggen. Hör auf zu laggen. Danke. Ja, jetzt kommen sie nach Carida. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was bedeuten wird, dass wir Carida erstmal verlieren, aber wir haben 10.000 Credits, das heißt, wir sollten Syndic Destroyer links und rechts bauen und vielleicht auch den einen oder anderen Pharnax Destroyer. Constructing Unit. Bau einfach nochmal zwei. So, dann ist jetzt die Frage, wie viele von diesen Artillerien haben die noch? Und wie viele Artillerien haben wir? Wir haben wahrscheinlich nicht so viele, wir haben eine, ne? Immerhin zwei Flugeinheiten und drei Gilseans. Mehr als diese beiden Landeplätze gibt es nicht, das ist schön. Das heißt, den Landeplatz will ich einfach nur halten und den Landeplatz will ich wirklich kriegen, dass ich dann da auch Einheiten hinholen kann. Und da will ich auch meine Artillerie hinholen. Wir können ja bombardieren, die haben keine produzierenden Gebäude, von daher. Das ist schlecht. Das bedeutet, den Landeplatz kriegen wir wahrscheinlich nicht. Da ist schon. Bei den Gilseans hier. Könnt ihr das schaffen, da hinzukommen? Das wäre nett. Zwei habe ich. Die werden nicht allzu viel Antiflug hier haben. Was für mich bedeutet, meine Flugeinheiten können beide hier vernichten. Aber das muss halt auch erstmal passieren. Du kommst vielleicht nochmal hier hinzu. Und da ist schon das erste Problem mit der Artillerie hier. Wir müssen mobil bleiben. Vernichtet die Firehawks. Okay, nein, hol hier einen Reparaturturm hin. Da können wir uns vielleicht besser zurückziehen hin. Du baust dich auf. Flugeinheiten dazu. Kommt hier lang. Du bleibst mal hier. Was haben die für eine Reichweite? Repair Station hier bitte hin. Wir haben gleich eine Möglichkeit. Du haust bitte wieder ab. Pause. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die... Och Mann, jetzt können wir hier nicht mehr reparieren. Ihr fliegt den hier an. Die Artillerie ist gerade unser wirklich riesigstes Problem. Und hier holen wir uns... Oh nein, sind das Maddox? Oh, ich habe die falschen gebaut, ne? Oh mein Gott. Ja, die werden jetzt hier... Ah, kommt mal hier lang. Nervt die auf jeden Fall. Aber die AT-ATs sind trotzdem ebenfalls sehr mächtig. Der kann sich nicht bewegen. Flugeinheit bitte. Oh Mann, so kurz davor. Wir verlieren die Flugeinheiten. Das muss uns klar sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber das ist in Ordnung für mich. Und greift den hier an. Von mir aus verlieren wir die Flugeinheiten, solange wir alles andere behalten und diese Artillerie da vernichtet kriegen. AT-ATs kommen weiter, aber gleich haben wir halt auch Möglichkeit zu bombardieren. Da ist eine Artillerie. Eine von denen müssen wir auf jeden Fall jetzt schaffen. Sonst haben wir ein Problem. Kommt mal runter hier. Wow, die ersten sind schon vernichtet, bevor wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise die Artillerie hier gekriegt haben. Da ist sie. Eine Artillerie ist weg, sehr schön. Repair Station hier holen. Mein Gott, vernichtet den! Kommt schon! Ein kleiner Schuss noch! Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Aber darauf werden wir nicht schaffen, das zu vernichten. Ihr beiden, ihr habt noch eine Chance. Ihr habt eine Chance, darauf zu gehen. Ja, der erste ist tot, aber komm. Nein! Nein, das darf nicht wahr sein.
Wir haben hier sehr viel Anti-Infanterie-Panzer. Aber was bringen uns die? Yes, Commander. Kommt schon. Ready. Moving out. All weapons loaded. Ich muss die Bombardierung hier auf den holen. Es hilft leider sonst nichts. Ready for orders. Beweg dich. Ja, der wird es nicht überleben, oder? Oh mein Gott. Oh, nein, der wird es nicht überleben. Aber wenn die Bombardierung hier vielleicht beide AT-ATs vernichten könnte, das wäre ein großer Sieg für uns. Komm schon. Oh mein Gott, gerade so eben überlebt. Gerade so eben. Und die Artillerie ist auch weg. Oh, perfekter könnte es nicht sein. Klar, wir haben wahrscheinlich eine Gilsian-Einheit verloren. Und beide Flugeinheiten. Aber das ist schon ganz gut. Die Frage ist, wie viele AT-ATs gibt es noch? Da ist noch einer. Ah, wird er nicht schaffen. Aber mit unseren Anti-Infanterie-Einheiten hier können wir langsam losgehen. Der AT-AT kriegt eine Bombardierung ab. Ich hätte die in eine Gruppe setzen sollen. Oh, nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hatte gehofft, dass da nur noch einer ist. Ist mehr als einer, aber mit allen Einheiten jetzt da drauf. Firehawks vernichten. Alle hier drauf. Sehr schön. Die militärische Feldbasis vernichten. Jetzt können wir auch wieder bombardieren. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nehmt das bitte ein, dass wir da sehen können. Und dann gehört Zirtrichi halt uns. Da haben sie einen Bunker, ist die Frage. Oder haben die den Bunker? Haben die den Bunker? Da sind noch Infanterieeinheiten. Da sitzt keiner im Bunker drin. Wo sind die? Da, Infanterie. Und die Fahrzeugturm, haben die noch irgendwo ein AT-AT? Okay, die Infanterieeinheiten und dann gehört hier Trick 4 wahrscheinlich mir. Danke, Airstriker ist nervig, dass wir die verloren haben. Haben wir jetzt noch? Ja, und wir haben einen von denen verloren. Aber so sei es. Ich möchte so sehr nach Mercury und Carida ist halt auch ein Problem. Na ja, komm. Wir müssen hier Siotrik 4 sein lassen. Lasst uns nach Mercury gehen und gucken, was mit der Vengeance los ist. Vielleicht haben wir noch eine Chance, dass die angekratzt ist, aber ich vermute es wahrscheinlich eher nicht. Hier bei Oroco holen wir uns ein paar Einheiten, die dann vielleicht nach Carida oder nach Borleas könnten. Jetzt haben wir auch 0 Credits mehr. Du musst hier zu der Flotte, die muss aufgebessert werden. Die Flotte muss aufgebessert werden und hier bei Exela auch. Serpidal weiß ich gerade gar nicht, was wir da machen sollten. Und jetzt hoffe ich einfach, weil die nächste Woche ist um. Das sind jetzt 2 Wochen vergangen. Das heißt, die Vengeance wird wahrscheinlich wieder Schaden haben. Keinen Schaden haben. Die wird wahrscheinlich wieder voll sein. Aber wenn wir Mercury haben, sollten wir in Richtung Coruscant und Kuat gehen. Und wenn wir Coruscant und Kuat haben, Coruscant, Kuat und Mercury aufdingsen. Ja, hier ist nervig. Aber gut, was will man machen? 1, 2, 3. Du auf jeden Fall mit hier hin. Thrawn hier hin. Aralani. Du darfst ein bisschen nach hier draußen. Du hier hin. Ihn auf jeden Fall hier hin. Und dann hoffen, dass er auf die richtigen Leute schießt und nicht auf die falschen. Bisher hält sich das bei den Grenzen mit seinem Beschuss. Pause. Aralani-Angriff, Thrawn-Angriff, Intego-Angriff, Doom-Angriff, Doom-Angriff, und dann ist die Frage, wer von den beiden muss zuerst fliehen. Thrawn muss auf jeden Fall seinen Art of War machen, solange noch so viele Einheiten mit bei sind. Du fliehst. In der Hoffnung, dass der gleich auf den Phalanx mehr geht. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir hier ein bisschen schneller und besser durchkommen. Du fliehst bitte. Velocity Cannon feiert. Ja, soll sie machen. Und die ersten Schilde sind weg. Sehr schön. Voss Park darf ebenfalls nochmal rein.
Angriff. Du darfst hier irgendwo rein. Vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen Feuer auf dich ziehen. Volle Feuerkraft. Je mehr Schaden ich machen kann, desto besser. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht gar nicht schlecht für uns aus. Schon ein paar Prozente, dass er noch schlechter dasteht beim nächsten Mal. So, jetzt hat der Phalanx keine Schilde mehr. Das ist... ist mein... mein Zeichen, dass ich jetzt abhauen muss. Komm schon. Aralani hat auch keine Schilde mehr. Okay. Wir könnten abhauen. Sag mir, dass wir nichts verloren haben, bitte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und in der Theorie wäre die Zeit für dieses, für diese Folge, für dieses Let's Play jetzt zu Ende, aber ich brauche das jetzt. Ich brauche diesen Sieg bei Merkur. Gib mir diesen Sieg bei Merkur. Wenigstens die Dings da zu vernichten. Und bei Axilla hole ich mir ein paar mehr Fahrzeuge. Und hier bei Zika gebe ich noch einen in Auftrag, noch einen Syndic Destroyer. Wir brauchen schlicht und ergreifend mehr von denen. Und dann ist es auch erstmal gut für die Syndic Destroyer. Dann brauchen wir ein paar Phalanx und für die Flotte da unten vielleicht ein bisschen was an Jägerabwehr. Und dann müssen wir gucken, dass wir die anderen Flotten... Dann ist die Flotte gut genug aufgestellt, auch wenn die keine Intego hat. Dann müssen wir die anderen Flotten ein bisschen besser aufstellen. So, jetzt mal kurz Pause machen, gucken. Der hat Schilde. Zum Glück nicht viele. 1, 2, 3. Der Intego ein bisschen hier hin. Frau ein bisschen hier hin. Den kann ich jetzt auch relativ nah reinholen. Der muss da keine Nibelon Bs oder so mehr vernichten. Kommt schon. Der hat ja auch ein bisschen weniger Waffen, ich glaube. So, kurz mal Pause machen. Hier drauf. Der wird sich ja drehen. Dann habt ihr die näher bei euch, deswegen geht mal alle hier drauf. Du da drauf. Du darfst hier auf die Spitze gehen. Und Thrawn macht jetzt sein Art of War. Er darf abhauen. Schade, der Phalanx macht halt extrem viel Schaden. Wäre schöner gewesen, wenn er noch länger da hätte bleiben können, aber so ist das nun mal. Die ersten Engines verliert er. Wenn er seine Engines komplett verliert, müssen wir jetzt gucken, was wir die Vengeance hier nicht kriegen. Aber nein, das ist gut. Das ist sehr gut. Wo sind seine Raketenwerfer? Die sind so die schlimmsten Sachen hier. Dann geht er mal mit drauf. Was ist da hinten von... Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber mit ein bisschen Glück dürfte der das trotzdem noch schaffen, hier abzuhauen. Und mit ein bisschen Glück dürften wir das noch schaffen, den Vengeance hier zu vernichten. Ohne dass wir zu viele Verluste machen. Ah, wir verlieren natürlich hier noch ordentlich. Aber es wird langsam weniger. Du darfst hier vielleicht mal auf die Golan 2 gehen, die macht nämlich auch extrem viel Schaden. Ist auch nicht oft, dass man dann Einheiten vom Supersternzerstörer abzieht, aber manches Mal muss das sein. Der hat halt auch nicht mehr so mega viel Leben. Komm schon. Und die Golan macht halt wirklich Stress. Du darfst hier mit auf die Golan gehen. Ah, da der Raketenwerfer da hinten, der ist nervig. Komm, Thrawn, ich schick dich mal da drauf. Du darfst auf den Raketenwerfer gehen. Komm, geh bitte hier mit auf die Golan 2. Golan 1 da hinten ist auch nervig, aber jetzt kein Beinbruch. Du darfst mal hier auf den Aufschlagsraketenwerfer gehen. Du auf den Aufschlagsraketenwerfer. Nichtest du den hier bitte? Krieg mal ein Stückchen weiter da rein. Wir verlieren langsam Schilde extrem viel hier. Nee, die Golan 2 bitte. Und das muss doch jetzt hier mal vernichtet werden. Thrawn da hinten drauf. Lass mal da die Turbolaser vernichten.
Nimmst du die Aufschlagsraketenwerfer? Der hat seine Hauptwaffe verloren. Bedeutet, den hole ich mal zurück. Du kannst hier hinkommen. Hypervelocity-Cannon ist natürlich sehr nervig. Geh jetzt mal auf die Engines, nicht dass der noch abhaut. Auch gerade Laserkanonen. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo vernünftige Turbolaser hat. Da ist noch ein Aufschlagsraketenwerfer. Den will ich gar nicht erst sehen, aber unser, wie heißt der? Der heilt mal, der Effodio Fleet Tender. Der heilt mal wirklich Einheiten. Macht er nicht oft, aber jetzt tut er es, das ist gut. Komm, nimm die Engines. Schwere duale Ionenkanone da drüben bitte. Ja, damit war's das für den hier auf die Engines. Der hätte abhauen sollen mit seiner Vengeance. Auf die Engines da drüben. Sehr schön. Was Park darf mal da drauf gehen. Du nimmst dir die Golan 1. Du nimmst dir die Golan 1. Du nimmst dir die Golan 1. Du darfst mal hier hinten hin. Autsch-Zeit, um einen berühmten General zu zitieren. Sehr schön, die Golan 1 wird hier vernichtet und der Luftraum über Merkur gehört dann jetzt uns. Endlich! Endlich, Leute! Ja, die Hypervelocity-Cannon feuert nochmal, aber sie fliehen ja auch, von daher. Wir haben, soweit ich das sehen kann, nichts verloren. Die haben 4 Raumstationen verloren und einen Supersternzerstörer. So muss das. Aber mit dem Blick auf die Uhr war es das jetzt auch wirklich für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es so hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.